Hallo und herzlich willkommen im Mondberg. Ich habe nur aus Versehen einen Schritt gemacht und es kam ein wildes Pipi. Und ich habe mir gedacht, wenn man das Pummeluff schon nicht fangen konnte, dann fangen wir doch uns ein Pipi. Kriegt wenigstens Schaden, nicht so wie das am Anfang. Ja, guckt mal hier. Oh, perfekt. Weil ich so ein Fangmeister bin, benutze ich auch keine Donnerwelle. Sondern wir schaffen das auch so. Guckt mal hier. Aber ja, personalisierte Pokebälle, wie ich im letzten Part schon angesprochen hatte, das wären lustige Neuerungen für die sechste Generation. Pipi heißt... Wie heißt denn du? So. Damit wir das Niveau auch ein wenig gesenkt hätten. Perfekt. So, hier gibt's noch einen Mondstein? Fragezeichen. Ich bin mir nicht sicher. Paras haben wir schon. Deswegen beschäftigen wir uns nicht mehr mit dir. Oder doch, wir machen dich kaputt, hoffentlich. Aber wir machen kein Fange-Fange mehr. So, und jetzt ist unser Team schon voll. Das ist auch eine tolle Sache. Nein. Aber das Team wird wohl später noch verändert. Glaub mir. Es gibt so viele tolle Pokémon in der ersten Generation. Okay, nicht so viele, aber es gibt tolle Pokémon in der Generation und die will ich natürlich auch benutzen. Leider habe ich die Generation 1, die ROM, jetzt unfrisiert gelassen. Deswegen wir gewisse Tausch-Pokémon nicht bekommen, die echt nett wären. Zum Beispiel Gengar oder Simsala. Das sind auch zwei Favoriten aus der ersten Generation, meiner Meinung nach. So, TM1 war... TM1 war... Mega-Hieb, genau. Mega-Hieb? Echt? So, Moment. Also, du bist Geduld, du bist Aquaknarre. Du bist Mega-Hieb. Ach so, geht das. Na gut. Ich will auch vielleicht hinterher mal ein wenig rummissingnon. Mal gucken, was es da so gibt. Also ich werde Missingno zeigen und besiegen, fangen. Ich hab Missingno. Ich habe mich noch nie so wirklich mit Missingno befasst. Weiß, glaube ich, wenn man ihm einen Mondstein gibt, wird's ein Pipi oder irgendwie so eine Kacke? Ich bin mir echt nicht sicher. Aber ich weiß, dass auf der Kante da auf jeden Fall noch tolle Pokémon zu fangen sind. Ich glaube vielleicht, je nachdem sogar auch starte, war das nicht so? Ich mein, cool wär's, ne? Weil dann fange ich mir einfach einen Glurak oder sowas. Ich bin mal gespannt. Wir probieren den Shit aus und dann gucken wir doch mal. Vielleicht mache ich mir dann für die Top 4 ein mega super Missing No Cheat Team. Vielleicht kriegen wir dadurch ja unser Simsala oder Gengar. Weiß gar nicht, welche Pokémon da auftreten können. Eben weil ich mich nie damit befasst habe. Möchte das Pokémon wechseln? Jo. Soll der Leonardo mal rauskommen? Aber sicher doch. Leonardo DiCaprio, der seinen Oscar gewonnen hat. Aber ich schweife ab, weil sowas interessiert niemanden. Außer die krassen Leute, die ihre Memes verteilen wollen. Ah, tschüss, Rettern. Interessiert uns nicht, dass du Natter rückwärts heißt. Ah. Ja, du hast verschissen, Mr. Mickey Maus Hand. Harte Nuss. Hier gibt's einen Mondstein. Nee, einen Äther. Warum denke ich immer, das ist ein Mondstein? Ich weiß, an irgendeinem scheiß Stein gibt's einen Mondstein. Warum denke ich, es ist immer dieser Stein? Der Stein trügt. Okay, der war flach. Aber es gibt auch flache Steine. Nein! Ruhig!
Zubat, hallo, wie geht's dir? Volltreffer, na dann. Das ist immer gut. Und 69 Erfahrungspunkte. Erst Pipi und dann die 69. Hallo. Bist du auch auf Forschungsreise? Nee, eigentlich nicht. Ich will nur hier raus. Ich bin ein Trainer, holt mich hier raus. Ach, ich hasse dich, Pikachu. Ich will einen Pikachu-Hate-Counter, bitte. Ach, guck mal hier. Verteidigung wie Scheiße, KP wie Arsch. Wundertolles Pokémon. Boah, ich bin so ein Arsch. Hey, noch ein Ratzfratz. Ja, es heißt Radfratz, aber ihr wisst, was ich meine. Hatten wir ja schon mal. Yay, ist paralysiert. Oh, es benutzt Tackle. Immerhin. Guck mal hier, Donnerschock. Find's toll, dass ich nichts anderes außer Donnerschock kann. Danke, Pikachu. Guck mal in Zubat, das kriegst du schnell kaputt. Außer wenn du Superschall einsetzt, dann bist du eigentlich am Arsch. Aber hey, vielleicht kriegen wir einen Volltreffer oder so. Da! Pikachu ist so ein geiles Pokémon. Es hört einfach auf alles, was ich sage. Du bist ein tolles Viech, Pikachu. Ja, Mist, verloren. Oasch. Oh, hups. Oh. Mein Gott. Hey, Kleinstein, da lang? Nee. Willst du mitfahren oder was zeigst du mir da? Na, immer diese Pokémon. Momo findet einen Mondstein. Du bist ein Wanderer, glaube ich. Der hat meist sowas wie Onyx und Kleinstein. Deswegen, ich habe mich noch nicht mal bewegt. Also, das Spiel hat noch nicht mal meine Bewegung registriert. Aber es kommt ein fucking Kleinstein. Stirb, Kleinstein. Böses Kleinstein. Kack ab, Kleinstein. Danke. Und noch ein Volltreffer. Vielleicht ist das die Macht der... Oh, ich habe dich gar nicht bemerkt. Ich stand ja nur neben dir, aber ist egal. Ach. Aber Wanderer, die mag ich. Weil die meist immer Boden- und Gesteins-Pokémon haben. Und die kriegt man einfach mit Wasser-Pokémon platt. Und da ich meist immer ein Wasser-Pokémon dabei habe, sind die überhaupt kein Problem. Da. Plup. Und Level 19 erreicht. Und noch ein Kleen stehen. Nee, wieso? Yay, hätte ich jetzt ein Pflanzen-Pokémon, was irgendwie toll wäre, könnte ich das auch benutzen, aber hey. Ich hab's einfach nicht. Ja, genau, ein Onyx. Hatte ich doch recht. Ja, genau, Onyx. Einmal schön ruhig. Aber ich freue mich auch schon auf eine gewisse Stadt. Oh ja, das ist so eine von den Sachen, dass die erste Generation, und damit meine ich wirklich nur blaue Edition und rote Edition und gelbe Edition und glaube ich auch die grüne Edition, also nur, richtig macht. Wenn ich mich recht entsinne, bin mir nicht sicher, aber es diese eine Kleinigkeit, die das Spiel einfach um Lichtjahre besser macht. Die Aussage macht zwar keinen Sinn, aber glaub mir. Sie wird Sinn machen. So, ich muss mal meine Attacken sortieren, glaube ich. So. Hier gab es auch ein Item. Oder? Nein, du bist kein Item, Zubat. Geh weg. Ich sollte mal Pikachu wieder nach vorne. Und Pika, guck mal. Oh, ich muss dich heilen, ne? Oh, geiler Scheiß. So, ich werde auf jeden Fall mal ein paar TMs demnächst verkaufen, weil niemand braucht Geduld. Die Aquaknarre ist kein Item. Wollt ihr mich verarschen? Mein
Aquaknarre vielleicht? Ja, da fällt mir sogar eine recht sinnvolle Sache ein, die man mit Aquaknarre noch machen kann. Oder? Ja. Aber abgesehen... Ja gut, Mega-Hieb kann man auch noch behalten. So, komm mal her. Holen wir mal die Big Mama raus. Oder? Ja, war eine schlaue Idee. War nicht so schlau, aber hey. Kratzen uns einfach zu Tode und dann tausche ich gleich auf irgend so ein blödes Viech und mach die letzten Schläge, damit Big Mama auch ein paar Erfahrungspunkte kriegt. Entwickelt sich ja auf 17 oder so. Aber wäre es dann schlau, das dann schon zu entwickeln? Ich weiß es gerade nicht. Da müsste ich mir nochmal die Attacken angucken. Ach ja, habe ich schon erwähnt, dass ich echt froh bin. Oh, jetzt habe ich Blubber gedrückt. Wollte die Attacken sortieren. Habe ich schon gesagt, dass ich echt froh bin, wenn ich den Scheiß hinter mir habe. Also, den Kackberg hier. Ehrlich. Das Wichtigste ist, bei Spielen, die Spieler am Anfang nicht zu überfordern oder total abzufackeln. Aber der Mondberg ist schon so eine leichte Bulimiehilfe. Ja, geh Erwachsene nicht auf den Keks. Ja, kennen wir schon. Hallo Rocket, wie geht es dir? Was hast denn du? Radikal. Oh. Oh, wow, wow. Moment, Radikal, ich hab gerade gewisse Flashbacks. Ich glaube, das war einer von den arschigen Trainern. Oder? Oh, das war nur ein Volltreffer. Scheiße, Mann. Pikachus Verteidigung sinkt. Und da Pikachus Verteidigung generell nicht so geil ist, hole ich mal unser Opfer raus. Hallo, Kokona. Genau, der Hyperzahn. Der Hyperzahn. Der ist im wahrsten Sinne des Wortes radikal. So, komm bitte. Ich glaube, der Hyperzahn könnte auch meinen Leonardo total abfacken. Komm bitte. Oh, zum Glück. So frühe Leute mit entwickelten Pokémon sind halt doch schon ein wenig problematisch. Ja, ich bin sauer. Na dann. Also richtig den Kaffee auf. Sauer sein ist, also wütend sein, ist die zweitschlimmste Emotion neben Hubschrauber-Einsatz. Wer das kennt, der kennt lustige Leute. Hey, Zubat, na, wie geht es dir? Altfit? Ja? Okay, das klingt ja gut. Ach, Blutsaugen tuße. Ach. Sollen wir mal vom Blutabnehmen sprechen und Blut spenden? Habt ihr schon mal Blut gespendet? Ich bisher noch nicht. Aber ich habe schon ganz viel Blut gelassen beim Arzt. Also, war ja früher ein Kind, das nicht Angst, sondern ich hatte einfach nur keinen Bock auf Spritzen. Früher als Kind in der Schule und so. Und auch Impfungen und alles fand ich früher total grässlich. Aber heutzutage, da runzel ich nur müde meinen Hintern. Und denke mir so, ne, Blut abnehmen. Na, Spritze. Das ist noch nimmer was mir besonders wehtut oder mich besonders stört. Bei meiner aktuellen Ärztin, die ist halt immer so vorsichtig, geht dann hin, dann saß ich da letztens bei der und meinte so, jo, Blut abnehmen, jojo, dü. Und dann setze ich mich da hin, gibt der meinen Arm und ich so, ja, bitte, bitte legen Sie sich hin. Und dann gucke ich die an, was wollen Sie von mir? Ja, legen Sie sich hin, das ist doch viel besser und ich will nicht, dass Sie umfallen und ich möchte nicht, dass was passiert und oh. Und ich denke mir so, hä?
Was willst du von mir? Apropos, was willst du von mir? Rocket, was willst du von mir? Aber ich denk mal, wir machen heute ein wenig früher Schluss. Ich hab ja gesagt, ich will ein paar kürzere Folgen auch einbauen und gerade bei den Höhlen brauche ich ein wenig Pause. Man sieht sich im nächsten Part. Bis dann. Ciao.